Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Ich habe eure Kommentare gelesen und werde jetzt versuchen, die Rassel des Kindes für den Trankbauer Diomed oder wie auch immer er heißt, zu finden. Denn dafür bekommt man 5 Juwelen der Güte. Wir werden in diesem Part auch unseren Bogen direkt ausbauen lassen. Ich war in der Wüste und habe Wüstengras geholt. Das war das Einzige, was uns noch gefehlt hat. Und dann hoffen wir, dass sich eventuell letztendlich mal Pika in uns verliebt hat. Und dann können wir auch schon direkt weitergehen in der Story. Zur Stätte der Lieder, neues Lied suchen. Ah ja, das ist die Stelle, die mir beschrieben wurde. Hier muss ich runterspringen und irgendwo landen. Aha, bestimmt da vorne. Geht das? Ja, das geht. Okay. Oh, fuck. Okay. Da ist es auch schon. Da ist die Rassel des Kindes. Hat eure Beschreibung mir also geholfen. Danke! Du hast eine Rassel erhalten, von vielen Babys heiß geliebt. Wer mag diese Rassel wohl verloren haben? Ja, man weiß es nicht, aber wir wissen es schon. Und zwar müssen wir jetzt zum Haus vom Trankbauer Diomed und ihn dann... Hab vorher schon geschaut, wo es ist, das ist hier in der Nähe. Und in der Nacht dann die Rassel übergeben. Das müsste sein, oder? Jo. Da gehen wir jetzt schlafen. Wo ist das Bett? Bett, Bett, Bett. Hier. Oh, das ist aber kein Ehebett. Warum das denn? Wir haben getrennte Betten. Entscheiden die dann jede Nacht, ja, hab mal bei mir, mal... Egal. Oh je. Ja, ja. Vater sein ist nicht immer leicht, ne? Ach. Sieht aus, als bekäme ich heute wieder keinen Schlaf. Warum nicht? Es ist nett, dass du dir Sorgen machst. Das Weinen meines Kindes hält mich Nacht für Nacht vom Schlafen ab. Normalerweise schläft mein kleiner Wonneproppen tief und fest, aber ohne sie... Sie? Ist er verliebt? Die Rassel! Mit ihr schläft das Baby sofort ein, aber wir haben sie neulich verloren. Ein Vogel hat sie sich geschnappt und ist damit weggeflogen. Er dachte wohl, sie wäre etwas Essbares. Natürlich konnte er sie nicht fressen, also denke ich, dass sie noch hier im Dorf sein muss. Aber ich konnte sie nicht finden. Vielleicht findet sie ja jemand anderes für mich. Ja, wir haben sie schon, Junge. Das ist ja die Rassel, du hast sie gefunden. Yo. Wie konnte eigentlich Link bei dem Geschrei schlafen? Gut, gut. Und jetzt ins Bettchen. Sieh dir das an. Das Baby scheint sich beruhigt zu haben und schläft sich ja bald ein. Endlich, endlich kann ich wieder schlafen. Vielen Dank. Das werde ich dir nie vergessen. Du, 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 du. 5 Juwelen der Güte. Wie viel haben wir jetzt? 50. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es dafür wieder eine Belohnung gibt. Glaube nicht. Lasst uns nochmal bei Pika vorbeischauen. Beziehungsweise erstmal ihr Itemlager nutzen. Damit sie sich wieder ein bisschen mehr verliebt. Daher würde ich sagen, schlafen wir nochmal und machen's zum Tage. Weil in der Nacht hat ja der Bazar zu. Müssen wir ja so oder so nochmal hin, um unseren Bogen aufzurüsten. Also von daher, bis morgens pennen. Wir müssen sie auf jeden Fall so weit kriegen, dass sie uns anbettelt, sie nachts zu besuchen. Oh yeah. Yeah, dann lauf mal, Link. Und zu Terry können wir auch noch gehen, stimmt. Der hat zwar fast nichts mehr, aber ich nehme ihm jetzt auch noch den Rest ab, den er hat. Ich glaube, so eine blöde Medaille hat er noch, Insektenmedaille oder so. Die hat doch 1000 Rubine oder so gekostet, wenn ich mich gerade nicht täusche. Greif!
Hallo? Dumm? Na endlich. Oh, normalerweise würde ich mich ärgern, dass das so lange gedauert hat, aber so konnte ich wenigstens noch einen Schlupfer beim Radler nehmen. Ja, hier. Das ist die Insektenmedaille. Die wollen wir kaufen. Aber sie ist sauteuer, sagte er mal. Ja, 1000 Rubine, das stimmt. Wie asozial. Du hast die Insektenmedaille erhalten. Damit findest du Insekten leichter. Suche auf der Karte nach einem Kreis. Deine Tasche ist voll. Das Item wurde im Itemlager deponiert. Gut. Keine Ahnung, ob der jetzt überhaupt noch irgendwann mal etwas bekommt, weil alles ist ausverkauft. Wir schauen einfach mal nach dem nächsten Dungeon vorbei oder so. Wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm. Ja, 900 Rubine haben wir jetzt noch zum Verprassen. Ab in den Bazar. Als erstes der Bogen. Kann man bestimmt auch zweimal verwässern, aber ich kann es jetzt nur einmal machen. Weil ich keine Ahnung habe, was die anderen Zutaten sind. Ja, 50 Rubine, das ist nichts. Dann machen wir das mal. Ich möchte einen schöneren Bogen haben, einen stärkeren Bogen, den Eisenbogen. Ich weiß aber gar nicht, kann der kaputt gehen? Oder was bewirkt das Eisen? Das hätte ich jetzt vorher lesen sollen. Das stand ja dann unten links. Naja, ich gucke es einfach nochmal im Video nach. Oder es wird mir jetzt gesagt. Du hast den Eisenbogen erhalten. Dieser Bogen wurde für äußerst erfahrene Schützen gefertigt. Seine Kraft übersteigt die deines alten Bogens. Achso, mehr Angriff. Okay. Schauen wir mal, was braucht man denn, um ihn nochmal auszubauen? Ah, wieder Wüstengras. Hätte ich das gewusst. Von der Göttin gesegnet. Die Angriffskraft wird enorm erhöht. Endgeil. Ja, muss ich im nächsten Part nochmal offscreen Wüstengras holen. Hallo Pika. Ah, ich bin so froh, dass du da bist. Nur für dich, Süße. Ah, ich bin so glücklich, wenn du bei mir bist. Komm schon, sag, dass ich dich nachts besuchen soll. Wenn ich in letzter Zeit an dich denke, schlägt mein Herz immer ganz schnell. Ist das vielleicht Liebe? Ja. Ja. Ach, sag es nicht so laut, du machst mich ja ganz wild. Harry, schmelz dahin. Zurück zur Arbeit. Willst du das Itemlager nutzen? Verdammt, sie will immer noch nicht, dass wir nachts kommen. Das darf doch nicht wahr sein. Wirklich, ich bin so glücklich. Entschuldige bitte, das ist mir jetzt wirklich peinlich. Also, du willst bestimmt etwas bei mir abgeben, Schatz, oder? Ja, Süße. Nur kein Hating, mein Schatz. Ach Gott, ey. Dann haben wir die Alte endlich soweit. Ja, abgeben. Könnte ich überhaupt irgendwas abgeben? Muss ich was abgeben? Lebenskraftmedaille. Die vielleicht weg. Und noch eine Herzmedaille rein. Finden wir noch ein paar mehr Herzen. Ist es auf jeden Fall besser als irgendwie ein festes Herz, habe ich das Gefühl. Ja, so machen wir es. Du kommst doch bald wieder, oder? Selbstverständlich, aber... Finde endlich was für mich. Also so richtig, Mann. Will mich. Na gut. Müssen wir akzeptieren. Aber ich glaube, das nächste Mal ist es dann wirklich soweit. Nach dem nächsten Dungeon. Okay, was können wir jetzt noch tun? Nichts, oder? Das heißt, wir gehen zur Stätte der Lieder. Mir würde jetzt jedenfalls nichts mehr einfallen, was ich hier noch zu tun hätte. Ja, verpissen wir uns. Komm. Ihr wollt ja sowieso alle Story. Zumindest die meisten. Aber es muss eben alles gemacht werden in einem 100% Run. Oder tatsächlich Leute, die schnallen das nicht. Oh Mann. Also auf geht's. Ich müsste jetzt auch mal überprüfen, ob ich irgendwo ein Artefakt der Göttin übersehen habe. Also von euch hat bis jetzt eigentlich keiner geschrien. Daher glaube ich es mal nicht. Hey, der war doch noch voll weit weg! Lame. Werde ich wahrscheinlich auch mal vor dem nächsten Part nochmal gucken gehen.
Wir haben ja Zeit, wir können sie auch im Nachhinein sammeln, das ist ja nicht so tragisch. Truhen haben wir ja alle geholt. Es sei denn, wir haben hier noch einen zu holen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube aber nicht. Kurzer Blick auf die Karte. Nein, da ist nichts. Na, gut. Lasst mich! Dumme Viecher, das gibt's aufs Maul. Mit A greift man ja an. Hätte ich jetzt halt lieber angreifen sollen, anstatt versuchen auszuweichen. Das wäre besser gewesen. Ja, kommt ruhig. Könnt mir nix. Kackbuns. Gleich sind wir da. Unserer geliebten Stätte, der Lido. Okay. Das ist jetzt aber neu. Oder? Täusche ich mich. Kann mich jetzt nicht an sowas erinnern hier. Was ist denn los? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelstrahl berührt hast, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, vernimm nun die Botschaft der Göttin. Ist doch nichts Außergewöhnliches. Habe ich das wohl echt vergessen, dass da diese Statue kommt. Sucher der göttlichen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch eine göttliche Flamme fehlt dir. Um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Ja, nichts Neues. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die göttlichen Flammen erblicken. Nun, nimm dieses Lied und begib dich zum Vulkan Eldin, wo dich die letzte deiner Prüfungen erwartet. Doch, das ist neu. Irgendwie. Schön rot und erotisch. Geht's hier richtig ab. Naja, wir kommen auch immer mehr zum Finale, nicht wahr, Leute? Dieses Lied heißt Dins Craft. Warum auch immer ich jetzt Craft scheiße ausgesprochen habe. Ein Lied der Kraft, das dich führen wird, Gebieter. Du hast ja Dins Craft eingeprägt. Klingt total scheiße, Din. Ich werde Dins Craft für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zum Vulkan Eldin. Lasst uns das tun. Was die jetzt alles aufspüren kann. Prüfung, Schätze, Herzen und da kommt noch einiges dazu. Wow. Oh, mir wurde auch in den Kommentaren Tipps gegeben, dass ich mit irgendjemandem sprechen soll nach dem Dungeon. Scheiße, das habe ich jetzt vergessen. Damn. Oh, Leute, schreibt's mir nochmal rein. Mit wem muss ich sprechen, um irgendwas für die Aurasuche zu bekommen? Ich glaube, mit dem Dämon. Und noch irgendwie ein paar Leute. Ja, einfach nochmal reinschreiben, dann passt es schon. Ja, und ich denke, ich werde das jetzt hier cutten. Ich werde jetzt zum Vulkan Eldin fliegen und wir sehen uns dann dort. Oder wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal zur Wüste und hol's Wüstengras und dann bauen wir doch schon unseren Bogen ganz aus. Dann haben wir unsere volle Power, das ist schlauer. Bis gleich.
Du hast den heiligen Bogen erhalten. Die heilige Macht der Göttin verleiht ihm Kraft und bringt Verderben über all deine Feinde. Wow. So, jetzt haben wir wieder kein Item mehr, das er verbessern kann. Vielleicht bekommen wir ja jetzt im nächsten Dungeon, wo der letzte Schatz auf uns wartet, nochmal ein geiles Item. Ja, wir sehen uns dann bei Vulkan Eldin. Jetzt bin ich aber gespannt, wie schwer die Prüfung hier beim Vulkan wirklich ist. Willst du das der Wüste übersteigen? Oh mein Gott. Ja, komm, ey, wo soll ich wissen, wo ich starten soll? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das sein könnte. Wahrscheinlich ist es weiter oben, oder? Ach Gott. Jetzt suchen wir uns ja tot. Moment, was war das? Wir sind am Vulkan Eldin angelangt. Suche mit der Aurasuche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Da rechts, was war das? Der Gorone. Oh. So sieht man sich wieder. Alles in Ordnung bei dir? Ich habe gehört, dass sich hier einige Artefakte der Göttin befinden sollen. Vielleicht hast du ja schon welche gefunden, aber es scheint noch mehr davon zu geben. Willst du sie nicht suchen? Doch, natürlich. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Kraft des Schwertes ist gewachsen. Nun kannst du die Artefakte der Göttin mit der Aurasuche aufspüren. Yes, wie endgeil! Artefakte der Göttin wurden als Ziel für die Aurasuche hinzugefügt. Bitte nutze diese Funktion. Ja, da kannst du dir sicher sein. Ach, da muss ich ja gleich hier alles absuchen, du. Tschüss. Lass mal gucken, ist hier irgendwas? Da oben scheinbar. Ja, sonst nicht. Und wie sieht's mit unserer Prüfung aus? Die ist weiter unten. Aha. Ach, du blödes, dreckiges Scheißteil. Scheinbar dort lang. Die Prüfung ist jetzt erstmal wichtiger. Jetzt erstmal gucken, wo die ist. Aha, da vorne wird es sogar schon ganz wild. Sieht so aus, als hätten wir es gar nicht so weit. Wartet mal. Können wir nicht da die Abkürzung nehmen? Und dann dahin kommen. Aber das ist endgeil, dass wir jetzt die Artefakte der Göttin mit der Aurasuche finden können. Super. Ich dachte mir über das ganze Spiel, manche sind doch wirklich asozial versteckt, wie willst du die finden? Aber wenn das jetzt tatsächlich geht, dann... WTF? Wieso liegt hier einfach so ein Geschenk der Göttin rum? LOL? Oh mein Gott. Komm ich da so leicht hoch? Schauen, oder? Die wurden aber auch stärker. Ich kann mich nicht erinnern, dass die so einen fetten Batzen in der Hand hatten, ey. Na, zeig mal. Oh, ich glaube, da bin ich gar nicht mal so richtig. Scheiße. Fuck, und der wird mich doch jetzt runterstoßen, oder? Ja, tut er auch. Naja, unser Part ist eh beendet. Okay, Guys, dann werden wir die Prüfung im nächsten Part machen und wahrscheinlich auch wieder ein paar Artefakte der Göttin mitnehmen. Es wird langsam richtig spannend hier. Bis zum nächsten Mal bei Zelda Skyward Sword.